Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute mit iMine. Hallo. Und ja, wir sind jetzt hier in dem Spielmodus Rush und ich wollte halt ein bisschen darüber talken, aber nicht alleine. Wie gesagt, iMine ist auch noch mit am Start und ja, es wird ihn wahrscheinlich eh keiner kennen. Das ist ein alter Kumpel von mir. Und zwar, weil er sich ein bisschen mehr in der BW-Szene als ich auskennt. Also ich habe mir jetzt den Forum-Beitrag mal komplett durchgelesen, so, was jetzt bei dem Spielmodus Rush anders ist. Und ich werde es vielleicht mal erklären für die Leute, die es nicht... Du bist nicht in meinem Team. Bist du in Rot? Ja, du bist lila. Auf jeden Fall, für die Leute, die noch nicht wissen, was jetzt dieser Spielmodus ist. Es ist quasi ein ganz normales Bed Wars, aber ohne Gold und mit Reducen. Und das Reducen ist quasi, auch für die Leute, die es nicht wissen, ist, wenn man so viel Klicks hat, also ich weiß nicht, das war jetzt über 20 Klicks. Wenn du über 20 Klicks hast, wirst du halt nicht hier vom Server gekickt, beziehungsweise aus der Runde. Und du hast halt so gut wie gar kein Knockback. Und das ist halt, denke ich mal, ein Spielmodus ziemlich stark für die Schwitzer ausgelegt. Ja, wie ich. Genau, und hast du noch irgendwas dazu zu sagen, oder? Nee, das habe ich erst gesagt. Halt, die Maps sind noch etwas anders. Genau, die Maps, halt, das Gold wurde entfernt und so. Wurden angepasst auf die Rusher. Und ja, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich gut so, weil dann haben wir quasi in einem normalen Bed Wars, hoffe ich mal, oder wird es, denke ich mal, nicht so sein, wenn man jetzt in der Mitte ist oder so Gold spielt oder so und dass man so direkt dann einfach gehatet wird, und den hatten wir jetzt leider nicht. Ist auch gut, dass es kein Gold gibt, weil es gibt ein paar Leute, die gerne mit Bogen da ein bisschen spammen und das nervt sehr. Genau, das Server mit dem Bogen total abfacken, und es haben ja auch, gab ja schon davor irgendwelche Spielmodi, wo dann der Bogen, oder zum Beispiel hier war das ja, gell, wo der Bogen dann weniger Herzen bekommt oder weniger Haltbarkeit, dass man halt nicht so viel spammen kann. Und da kommt einer zu uns. Oh ja, da merkt man, der ist schon ziemlich gut dabei. Also man hat schon ein anderes Spielgefühl. Der hat das auf jeden Fall in dem Spielmodus. Oh ja, man merkt es. Wenig Knock, die alle kriegen. Was auch ansonsten neu ist und vielleicht auch vielleicht spannend oder wichtig ist, dass man jetzt im Forum auch voten kann für bestimmte Updates in der Zukunft dann. Da kann man meistens damit entscheiden, was neu kommen soll und was nicht. Das ist sehr praktisch, wenn man, keine Ahnung, einfach irgendwo mitmachen möchte oder mitentscheiden möchte. Mein Bett ist abgebaut, wow. Okay, egal, dann sind wir in der nächsten Runde. Ja, was man auf jeden Fall verbessern könnte, ist hier mehr Schilder in die Lobby. Also da hinten. Oh, da hinten sind sogar welche. Ey, lass mal da hingehen, aber das ist 8x1. Ja. Ja, ist natürlich jetzt nicht, ist ein kleines Problemchen, aber hier oben ist noch schön was gebaut. Und ja, das war eigentlich echt so gut, dass Revi mal auf die User so gehört hat und das halt wirklich aus in die Tat umgesetzt hat und diese Umfrage halt gemacht hat, ist, denke ich mal, die beste Entscheidung, die dieses Netzwerk hier machen hätte können. Und ganz wichtig noch zu sagen ist, dass die Bed Wars Stats auch in Rush auf die Nummer, also das sind quasi die Bed Wars Stats, also keine Ahnung, wie ich das sagen soll, also Bed Wars Stats sind Rush und Bed Wars sozusagen. Haben wir noch was beizutragen? Nee, ne? Also, ja, nein, also wir haben gesagt, man kann für die Updates voten, wir haben gesagt, kein Gold, man darf reducen und dass halt die Stats auch in Battles einfließen. Genau, das war abschließend dazu, denke ich, und ja, sorry, dass halt nur so ein kurzes Meinungsvideo sozusagen kommt, aber ich habe jetzt heute nicht so viel Zeit und Daily Upload ist schon ziemlich anstrengend, auch in der Art, wie ich halt Videos mache, weil die jetzt nicht so einfach geschnitten sind, also nicht so langweilig geschnitten sind, sage ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!